Heute geht's wieder weiter mit dem Sterben. So. Also ich habe mir mal versucht, Tipps anzugucken, aber habe mich auch nicht zu sehr spoilern lassen. Größter Tipp überhaupt. Such dir bessere Waffen. Das ist der Haupttipp. Und halt die Sachen upgraden. Oh. Kriegsasche, wilde Löwenkralle. Okay. Das hier sieht aus wie eine Falle. Ist das ein Drache? Großkatana? Okay, so. Gebrochene Rune, okay. Oh, da ist ein Geist. Okay. Wow.
Okay. Wir wechseln das wieder. Leittalisman. Mhm. Okay, nice. Okay, cool. Gucken wir uns mal das Haus an. Oh. Oh, das sieht schon wieder nach einer Falle aus. Ofengesicht. Ofengesicht. Handbuch der großen Herrschaft. Okay. Okay, größtes Handwerksrepertoire. Falsch.
Okay, kaufen wir uns ein paar Schmiedestein. Gucken wir mal. Stein 7. Okay. Thank you.
Okay, und wieder zurück. Oh. Oh, das ist wirklich ein Gegner. Let's test it. Holy. Der ist hardcore. Okay, dann machen wir den nicht.
Ja, doch, schon. Ich bin nicht so gut in dem Spiel. Deswegen, also der Deathcount ist seit gestern mittig im Stream. Oh, da können wir gleich mal gucken. Ups. Okay. Da machen wir dann irgendwie später mal weiter. Hier mal. Oh, Höhle.
Okay. Kerker von Belru. Belrubach. Gefrorene Maden. Nochmal. Okay. Oh mein Gott. For fuck's sake. Ich habe mich nur ein kleines bisschen erschrocken. Okay, gut. So. Das sieht echt nice hier drin aus. Oh Gott, muss ich die Pötte runter? Oh nö. Okay, also erstmal hier lang.
Oh, was ist das? Ist das so ein... Okay. Oh oh. Verdammt. Oh Gott.
Okay. Oh, nö. Okay. Reinfleisch. Gefrorene Maden. Ach, alles so lecker heute. Verlorene Kriegsasche. Mist. Wow. Oh, nice.
So, dann sind wir hier. Oh. Wow. Verdammt. Ich wollte gerade springen. Wow, schon wieder ein Topf.
So. Kann der jetzt rüberspringen? Oh. Okay. Okay. Den kriegen wir ja easy hin. Oh, mit Frost. Oh. So. Jetzt musst du das wieder stimmen. Wow. Was war das?
krass. Das war dann doch einfacher als gedacht. Okay. Okay. Gucken wir uns doch mal die Grabvogelrüstung an. Oh Gott. So.
Da leuchtet noch was. Hat der schon um 6 nach oben gegangen, leider. Hi. Ich habe schon einen Boss gelegt. Richtig nice. Nee, der ist nicht down, nur, Money war noch nicht online und deswegen hatte ich das noch nicht gestartet und ich weiß nicht, ob sie heute spielen wollte oder nicht. Ja, genau. Also sie ist gerade online, aber der Streamtitel sagt ATM to the Sky. Also ich denke mal, dass sie ATM spielt.
Okay, was ist das hier? Erstmal hier rechts, ob wir hier irgendwas links meine ich, ob wir hier irgendwas finden. So, ich würde aber mal eben fix auf Klo gehen. Dann sehen wir uns gleich da. Hallo.
So, dann gucken wir doch mal hier. Da war Zulauf der Ruinen. Oh, nice. Treff sie an ihrer Schwachstelle. Okay. Oh nö. Also sie heißt bei Minecraft Money Marona. Ich meine bei Twitch. Sorry. Schmiedesteine. Grasstein. Vielleicht hast du das als Tag nicht drin oder so. Oh Gott. Das ist stressig hier. Ja. Aber siehst du sie denn überhaupt? Ich fragte, ob du sie überhaupt siehst. Also bei Twitch.
Also ich glaube, sie hat den Tag nicht drin. Okay, es gibt einmal Kategorie und einmal Tag. Tag sind die im grauen, Kategorie ist das, was hellblau oder lila angezeigt wird. Ah, okay. Komisch. Gehen wir hier erstmal gucken. Okay, hier geht's offensichtlich nicht lang. Ja, das kann natürlich sein, dass das... natürlich, wenn da so viele Leute da drinne sind, dass sie das nicht so ganz aktuell halten.
Okay, was passiert jetzt? Oh. Waren wir hier schon? Nee. Ja, dann kicken wir mal hier. So. War ein Drecksbalk. Okay, was ist das? Amboss-Hammer, uralter Drache-Schmiedestein. Okay, darunter geht's nicht, oder?
Irgendwie sieht es aus, als ob es darunter geht, aber... Da geht's runter. Okay, bis gleich. Okay, the fuck, wo sind wir hier? Giftiger Moosling. Wo bin ich denn hier gelandet? Okay, weiter geht's. Holy crap, Riesenkrabbe, Blume. Wo bin ich hier? Aha. Oh.
Nein, gegen den kämpfen wir jetzt nicht. Okay, dann gucken wir weiter. Hier ist auch nichts. Gegen den will ich nicht kämpfen. Oh Gott. Er will aber gegen mich kämpfen. Gott, er verfolgt mich. Willkommen zurück. Ich laufe hier noch verwirrt durch die Gegend. Und guck, ob ich hier irgendwas Interessantes... Oh. Hey, du bist echt pünktlich zurück. Ich habe was Interessantes gefunden. Wow.
So. Und bei was bist du heute dran? Da geht's nicht raus. Ah, okay. Bei welcher Stufe bist du da? Oh Gott. Gamma, okay. Aber dann sollte ja langsam ordentlich Speicher reinkommen. Ich meine. Bienenzeug. Oh Gott. Oh oh. Oh. Ah, das kriegst du aber alles hin. Thank you.
holen wir uns die jetzt nach und nach hierher. Ups. Wow. Den ganzen Stress für blutiges Fleisch. Oh. Hexer der Blutunholde. Ah, und den zweiten gelegt.
wie funktioniert das dann jetzt? Ja. Okay, aber das ist... Danke für den Follow, Larissa Foster. I do speak German. Sorry. Okay, hier geht's nicht weiter. Da war ich gerade drin, ne? Oh. Ah, okay. Ja, das Spiel sieht gut aus und macht doch mega Spaß. Oh Gott. Zweiköpfiger. Oh. Hilfe. Ja, sowas wie... Minecraft und alles, was so Richtung Survival geht, wie Valheim, Soul Mask. Ja, und. Also ein großes Spektrum an Survival Games. Ja, genau. Also, ich habe das schon damals, als das Originalspiel veröffentlicht wurde, habe ich das knappe 200 Stunden gespielt und jetzt wollte ich unbedingt in das DLC reingucken. Und bis jetzt macht das echt Laune. Ha ha ha.
Erstmal durchatmen. Oh. Ja. Oh Gott. Okay. Oh, kleinen Moment. The fuck? The fucking Hummer. Ah, und dann kann ich da wieder hoch, okay. Gehen wir erstmal zur Grace. Oh Gott. Sorry, aber daran habe ich leider kein Interesse. Muss ich hier schon wieder in den Sarg steigen oder was? Hier hinter was. Nö. Ah, aber da. Okay, wo geht's hier lang? Oh oh! Oh, Gott sei Dank. Wo bin ich denn? Ah, ich bin... Ah! Sind das Spektralschafe? Nö. Okay. Gucken wir hier oben. Ja. Jetzt gehen sie auf das Next Level über.
zurück. Oh, was ist das denn? Oh Gott. Den will ich kriegen eigentlich. Für schwere Bestienknochen. Wow. Das war ja mehr als ein Reinfall. Oh. Was ist das? Okay. Ja. Was auch noch Blitze verschießt, also noch mal eine Nummer schlimmer. Himmelblaues Ufer. Oh, wir können Stufe aufsteigen. Steigen. Ja. Oh, das ist cool. Ich habe aber das Gefühl, dass hier gleich irgendwas Großes passieren wird. Oder auch nicht. Das.
Reberlilie. Oh, oder Lilly. Kriegen wir hier in der Ecke. Ah, da kommt man nicht hoch. Da kommen wir wieder zur anderen Seite, oder? Oh. Wieso kann ich hier ein... Deswegen. Sternlichtsplitter. Okay. Ja, komm, ich erforsche erstmal hier. Oh, da ist eine Grace und da beten die was an. Erstmal bei den anderen Leuten da. Lol. Okay, Blitzkugeln sind gefährlich. Merken. Ja, ich glaube auch, dass ich hier nicht sein sollte. Handbuch der Grabhüter.
Uiuiui. Jo. Okay, was geht hier? Okay, die beten irgendwas an. Ja, nee. Den machen wir jetzt nicht. Oh, guck mal, da ist eine Karte. Dann holen wir uns erst die Karte und... Südufer. Oh, krass. Oh krass, wie viel ist denn das noch? Oh Gott. Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Oh. Das dürfte interessant sein. Gott sei Dank. Oh. Geister, toll. So. Das leuchtet in einer anderen Farbe. Was bist du? Oh. Große Gräbertalie.
Ja. Nee, also ein Fass werde ich hier nicht hinstellen. Wäre aber eigentlich eine lustige Idee. Ups. Das war nicht das Ziel. Nee, leider nicht. Der kann zwar einen Doppelsprung, aber das funktioniert leider. Oh Gott. Teile sehen aus wie steinerne Schiffe. Richtig geil. Oh. Okay, auf den Drachen habe ich keine Lust. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht an. Nee, kommt echt gut. Oh, wieder so ein Riesendosenviech. Yo. Greift er jetzt die Viecher an? Okay. Kann ich mit leben?
Tada! Ich bin wieder hier. So, ich würde mal eben das Spiel verlassen. Also es einmal neu starten, weil ich andauernd komische Fragmente angezeigt bekomme. Und dann starten wir das einmal neu. Okay. Dauert ein bisschen. Jetzt. Oh ja. ATM 10 ist raus. Hey! Aber da ist noch überhaupt nichts drin, also kann man da noch nicht viel von erwarten. So. Also hier unten wollte ich eigentlich ja gar nicht hin. Ich will hier lang reiten und hier oben mal gucken und nicht hier unten. Was machen wir das jetzt mal? Ja. Ja, das ist auch ganz gut. Oh. Weil, die brauchen da sicher noch richtig lange mit ATM 10, dass das vernünftig wird. Und wenn ich mir mal überlege, die haben dann überhaupt noch nicht die Spielversion weitergebracht. Nicht die Spielversion, sondern die Spielversion ist ja neu geworden. Mit der 1.21. Und da sind noch kaum Mods für draußen. Also das, denke ich, wird noch gut dauern. Lol.
Wer kann denn hier mit Feuer schießen? Ah, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber das soll ein großes System sein, wo neue Sachen dazugekommen sind, wie irgendwie gibt es jetzt so Trials und Rätsel und sowas alles. Ah, okay. Das kann ich dir auch nicht sagen. Okay. The exquisite pain. Okay. Das schaut so aus, als ob hier ein Drachenschrein in der Nähe wäre. Jo. Gucken wir einmal, was hier drin ist. Oh, was ist das? Okay. Ja. Wenn du heiraten willst, geht es ganz schnell rauf mit dem Fahrstuhl, aber runter kommst du nur, indem du fällst. Kennt man ja. Oh, wir könnten noch gucken, ob hier ein Secret ist.
Oh ne, ist einfach nur ein... Okay. Okay, da drüben ist ein Schloss. Noch ein Schloss? Oh. War ich da schon? Wahrscheinlich noch nicht. Ah, ja, oder so. Hello there. Are you the Tarnished? Lady Letta spoke, are you? Another Tarnished, guided here by Mikola the Kind. My name is Teolia. I too am Tarnished, and here on kindly Mikola's account. So, well, here's to new beginnings, I suppose. Well, I'm as weak as a kitten and thick as two planks. I've always been this way, since the very day I was born. I'm afraid the only thing I'm proficient... Sorry. Ooh. Righteous Tarnished. Righteous. Oh. Welcome. Goodbye. Ich habe ja ein paar Rezeptdinger bekommen.
Hey. Righteous. Bis jetzt irgendwie noch gar nicht. Außer diese Aschen und Kerne. Ich dachte, ich kann irgendwie Rüstungen herstellen oder sowas, aber nö. Oh, Schildkröten. Ah, das sieht doch so aus, als ob hier gleich ein Megakampf stattfindet, oder? Nö. Okay. Gott sei Dank. Knoten. Shortcut, ne? Ja, Eingangsbereich. Thank you.
Ach, die Fäden brauche ich für diese Kordel. Okay. Jo. Hier geht's nicht lang. Ach. Ich hoffe, das war der einzige. Nee. So. Okay, gibt es hier noch was oben? Nö, okay. Hier war auch nichts mehr, ne? Okay, ab nach unten. Okay, was haben wir hier? Wolfswappenschild. Ja. Also ich habe ja gerade nachgeguckt, also ich kann ja über Objektherstellung hier neue Sachen herstellen. Wie zum Beispiel hier Magiefett mit Kordel. Für schweren Magieschaden. Damit kann man ja noch seine Waffen und so weiter boosten. Und dann geupgradet hier drauf gehen. Ich will vorher eigentlich noch gucken, ob ich irgendwo noch den... Zauberer finde. Nicht, dass der hinter mir spawnt. Oh. Von Rilsels Ritterschwert.
Hello there. Okay. Was war da? Da. Oh, cool. Whoa. Gott, oh Gott, oh Gott. Warten, Penner. Schade. Okay. Okay, den holen wir uns. Glück nicht gestorben.
Messmer Soldatenachs. Nice. Nice. Side of Grace. Nice. Oh, Junge. Thank you.
Holy shit. Das lief an sich ganz gut, aber ich glaube, dafür bin ich jetzt zu fertig. Ich würde jetzt rüber zu Minecraft einmal rüber wechseln. Bisschen Entspannung zum Feierabend, sage ich jetzt mal. Weil ich jetzt nur noch eine halbe Stunde mache und dann muss ich Feierabend machen, weil ich leider morgen um 4 aufstehen muss. Ja, auf der Arbeit stehen ein paar Sachen an, deswegen hatte ich heute dann frei. Und dafür geht's dann morgen leider sehr früh los. Und wir müssen dann ein paar Sachen umstellen und so weiter. Und da müssen wir halt früher da sein. Also nichts Schlimmes an sich. Ja, nee, nicht ganz so schlimm. Aber das wird richtig schön lange dauern. Ich hoffe aber, dass das ohne Probleme alles durchläuft. So, ich habe heute Vormittag ein wenig gespielt. Und gestern Abend halt noch ziemlich lange. Ja. Oh, ich glaube, ich habe was rausgefunden. Always. Ja, aber angeschlossen an Refined Storage. Also. Kein ME. Einfach nur die Komponenten an Crafter angeschlossen. So, das hier müssen wir aber abschließen. Klar. Also ich nutze nur die Inscriber, mehr auch nicht. Oder die hier für die Singularitäten. Das funktioniert. Und gerade stellen die ein bisschen was für mich her. So.
Genau, den Oblivion-Shard konnte ich abschließen, weil die Sachen fertig geworden sind. So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch hier der Heatcore und hier oben fehlt der Mechanical Arm. Das wird noch spaßig. Was? Der Motor ist eine doofe Idee? Ja, aber zum Glück nur den Arm. Das geht noch alles. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Dann machen wir als erstes die Casing. Da hatte ich auch schon eine Idee. Kann ich nicht irgendwie stripped? Nee. Okay, machen wir doch anders. Dir.
schon indestructible. Refined, Destructor und ein Dark. Oh mein Gott, ist das laut. Cool. Hat das auch geklappt? Das bauen wir jetzt nochmal. Konstruktor und ein oh. Wie hieß das gleich noch?
Crafter. Okay, das funktioniert. Jetzt fehlt nur noch das. Thank you.
What the fuck? Wie hieß das nochmal? So, und Kratos. Okay, super. Und jetzt nur noch ein Gate ran.
So. Okay, aber da kommt das ja gar nicht rein, sondern da kommt ein Plate rein. Hier, da kommt rein, ich glaube der hier, da kommt rein, der hier. Ja, das sieht gut aus. So, gibt es einen Handcrank? Okay, so. Casing. Thank you.
Okay, wie ist das? Sequence Gear Shift. Oh. Das war falsch. Sequence Gear Shift. Oh. So, und haben wir noch irgendwo Glue? Oh. Ah, oh, das war falsch. Wie hieß denn das? Windmill Bearing. Oh mein Gott.
So kann ich jetzt. Okay, super. Super. Mal eben Kleber weghauen. So, und dann haben wir den Motor automatisiert. Ja, und damit werde ich dann auch Feierabend machen. Dann gucken wir morgen dann auf jeden Fall, dass wir den hier fertig kriegen. Und dann können wir eigentlich mit Forcecraft anfangen. Und dann unseren Heatcore hier bauen. Und dann haben wir eigentlich den ATM-Star. Im Hintergrund läuft jetzt hier gerade noch die ganze Zeit die Mega Storage Cells durch. Und dort läuft eigentlich relativ gut. Ja, also ich denke mal, vielleicht kriegen wir es sogar hin, dass wir morgen du brauchst die für den hier. Improbable Probability Device. Ja, ich habe das über Constructor und Deconstructor gemacht. Und die dann einfach, weil die kannst du ja einstellen, dass die Items droppen sollen, anstatt aufzuheben. Zu placen, und dann habe ich die einfach alle rein droppen lassen. In Lava. Weil war das hier? Das musst du ja irgendwie das in Lava schmeißen. Dann habe ich einfach drei Constructor zum Reinschmeißen und ein Deconstructor, der kann nämlich auch aufheben, Items, die rumfliegen, mit dem Filter auf Sky Steel, und dann habe ich es laufen lassen. Also das funktioniert auch sehr gut.
Ja, aber ich würde dann sagen, dann würde ich jetzt Feierabend machen. Automated Trader machen. Ja, das könntest du auch machen mit dem Easy Villager Mod, ne? Okay, interessant. Und dann packst du den einfach in den Autotrader. Ja, cool. Und dann könntest du da einen Crafter oder sowas anschließen. Ja, cool. Naja, also ich wünsche dir einen schönen Abend, eine gute Nacht, ne? Und wir werden jetzt zu Money rüber raiden. Und dann gucken wir da ein bisschen weiter. Und ich werde mich jetzt gleich ins Bett hauen, weil morgen 4 Uhr habe ich richtig Spaß drauf. Also, genau. Schlaf gut, einen schönen Abend dir noch. Danke fürs Dabeisein und dann kicken wir morgen mal weiter. Mal gucken, wie fit ich bin und wann ich rauskomme und. Und ja. Also, dir eine gute Nacht und dann bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.